Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter. Heute auf Hemmedal unterwegs mit dem Kleinkaliber in der Hand, wie ihr seht. Und das heißt, das Morschneehuhn ist endlich da mit ein paar Tagen Verzögerung. Nach dem Alpenschneehuhn kam es auch raus. Und deshalb wollen wir das jetzt mal versuchen zu finden. Ich habe selber noch keins geschossen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo genau die sich hier aufhalten. Die Frage ist, wo möchte ich hinlaufen und das versuchen? Gehe ich in die Berge und hoffe, dass ich da was sehe? Oder gehe ich Richtung Weg hier unten? Ich glaube, in den Bergen habe ich vielleicht ein bisschen bessere Sicht, aber ob die da sind, ist natürlich noch die andere Frage. Ich versuch's aber, glaube ich, mal. Ich glaube, das ist vielleicht der bessere Plan, als wenn ich da unten im Wald rumrenne. Ich meine, im Endeffekt muss ich mich eh darauf verlassen, dass ich einfach ein paar Spuren finde von irgendwelchen Hühnchen und die mich dann zum Ziel führen. Die 221 am Auto dabei, wie ihr sehen könnt, falls uns ein Reh oder ein Fuchs begegnet. Aber nichts mit einem dicken Kaliber. Also wenn jetzt irgendwie ein Elch kommt oder sowas, sind wir auf jeden Fall aufgeschmissen. Aber gut, den möchte ich auch nicht bejagen, von daher brauchen wir das nicht. Wahrscheinlich kommt dann sowieso gleich so ein Albino-Elk oder so. Kennt man ja, ne? Immer das, was du nicht dabei hast, kommt auf jeden Fall. Wobei ich weiß gar nicht, was ich für einen Revolver dabei habe. Ich glaube, 44er. Jo. Könnte zugelassen sein. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, aber im Zweifel würde ich ihn dann halt mit dem Revolver schießen. Und beten, dass er zugelassen ist. Erstmal wollen wir ein paar Hühnchen finden. Ich glaube halt, die sind hier wirklich noch schwerer zu sehen als in Val de Bois. Da war gut leicht von ihnen auch nicht zu sehen. Vielleicht auch so winzig waren, ne? Aber hier mit dem Schneelaubmuster, dann noch Gras und Steine dazwischen und vor allem ist die Sicht hier eh nicht so geil. In Val de Bois hast du ja oben in den Bergen wenigstens keine Bäume, die im Weg sind. Aber hier hast du ja auch Bäume. Deshalb versuche ich jetzt, mich Richtung Berge vorzuschlagen. In der Hoffnung, dass da ein bisschen bessere Sicht ist. Also hier im Wald hätte es ja quasi gar keine Chance. Man braucht auch echt eine Spur, die man verfolgen kann. Und dann ducken die sich ja eigentlich weg. Also vielleicht kriegt man die dann so irgendwie auf den Schirm. Müssen wir einfach mal versuchen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier auf jeden Fall weiter auf die Suche machen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir hier ein Hühnchen zu Gesicht bekommen. So, da sind wir zurück. Noch habe ich kein Hühnchen gefunden, aber vor mir steht irgendwo, ah, ich habe noch Spray, ein Reh. Und zwar ist ein Bock, deshalb werde ich jetzt mal versuchen, hier ranzukornen und den dann mit der 223er zu treffen. Ich glaube, von hier müsste ich den sehen, wenn er kommt. Ich habe leider noch keine Hühnchenspur gefunden, noch gar nichts. Also vielleicht bin ich auch im komplett falschen Gebiet. Muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumlaufen, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Von daher mache ich mir bis jetzt noch keine Sorgen. Irgendwann werden wir schon eins finden, zumindest ein Anhaltszeichen, dass die in der Nähe sind. Aber erstmal müsste gleich der Bock kommen. Der sollte eigentlich nicht so lange auf sich warten lassen. Die sind ja eigentlich relativ zügig unterwegs. Ich höre aber noch nichts, also kann er noch nicht so nah sein. Zur Not callen wir den gleich nochmal. Ne, da vorne kommt er schon. Da sehen wir ihn. Ja. Aber ich kann mich hier nicht so geil hinlegen. Na gut, versuchen wir den irgendwie aus dem Lauf zu treffen. Okay. Den haben wir. Schön in die Kammer vorne rein. Oder liegt da? Haben wir zumindest schon mal das erste Tier
erlegt und er ruft direkt den nächsten, aber das ist eine Ricke, die lassen wir jetzt mal unten im Tal. Die kommen nicht so schön angetrabt, deshalb habe ich jetzt keine Lust auf die zu warten. Aber ich habe gedacht, den Bock hier können wir zumindest mal mitnehmen ins Herz wieder rein. Boah, ich habe aber in letzter Zeit habe ich echt viele Herzschüsse. Aber wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Hühnchen. Aber irgendwie ist hier nicht so viel freier. Ich meine, klar, da hinten die Hänge sind so frei, aber ohne Witz, auf die Entfernung, da sehe ich A, das Hühnchen nicht und B, würde ich jetzt nie treffen. Ich glaube, es rennt auch gar nicht auf 244 Meter. Also muss ich mir jetzt hier noch ein bisschen weiter vorschlagen. Ich versuche mal tatsächlich noch weiter in die Berge reinzugehen. Und hoffe, dass ich dann irgendwann über Spuren stolper werde. Gerade habe ich schon erste Bärenspur gesehen. Die möchte ich natürlich ungern treffen. Ich meine, in der Not schieße ich halt dann in die Luft. Was den Bär dann auch erstmal verschrecken sollte. Aber wäre besser, wenn er uns erst gar nicht angreift. Was ist das auch für eine Spur? Eine einzelne Spur ist halt immer schlecht, aber ich habe gerade auch schon mehrere Sprünge gefunden. Das waren aber leider Rentiere. Da hatte ich kurz Hoffnung, dass wir vielleicht so eine Gruppe an Morschi-Hühnern gefunden haben. Aber das war leider gar nichts. Das ist ein flüchtendes Rentier. Hier ist nochmal so ein offenes Feld, so ein kleines, aber vielleicht nicht auf die Entfernung so. Gar nicht mal so schwer zu sehen, weil halt die Bodenvegetation da noch nicht gerendert wird. Ne? Also so vom Nahen, glaube ich, sind die relativ schwer zu erkennen, aber so auf die Distanz geht es vielleicht. Ich meine, klar, von der Farbe her schwer, aber hier sind nicht so viele Büsche im Unterholz. Deshalb ist es wahrscheinlich halbwegs machbar, wenn man denn überhaupt erstmal eine Fährte hat. Deshalb werde ich mit dir jetzt auf jeden Fall weiterhin suchen gehen und dann hoffentlich irgendwann die ersten treffen. So, ich bin ein bisschen weitergelaufen und ich habe jetzt die erste Spur von einem Moorschneehuhn entdeckt und ich glaube auch die zweite ist direkt hier neben, beziehungsweise noch zwei andere. Also ein ganzes Rudel hier, aber ich weiß nicht, in welche Richtung die laufen. Also zwei zeigen noch da hinten. Ich werde jetzt erstmal versuchen, die jetzt so weit zu verfolgen, dass ich überhaupt erstmal sehe, ob die nah dran sind oder weit weg. Ich glaube, da vorne ist eine. Das könnte eine dazugehörige Spur sein. Aber hier rennt auch gerade ein Bär irgendwo rum. Der ist da gerade über die Kuppe gerannt. Ich hoffe nämlich jetzt nicht. Ne, das ist ein anderer. Ne, das ist auch kein Schneehuhn. Da unten. Da sind sie lang. Also eigentlich sind die mir fast entgegengekommen, aber wahrscheinlich vor so langer Zeit, oder ich habe es halt einfach nicht gesehen. Das ist natürlich auch möglich. Aber wir entdecken hier langsam die Spuren alle wieder. Mal sehen, ob wir sie finden. Da ist auch noch ein Huhn. Aber die zeigen auch alle in anderen Richtungen, ne? Das ist immer. Bisschen schlecht, aber ich hoffe einfach mal, dass die unten auch ein Morschneehuhn ist. Da sind nur zwei. Da unten ist auch noch eins. Ne, das ist er nicht. Scheiße, das ist alles der Elch hier. Das ist alles der blöde Elch. Was ist das da unten für eine? Boah, ist echt nicht so leicht, das gerade zu verfolgen. Sind die vielleicht doch abgebogen? Ich gucke mir die noch einmal nicht. Müssen wir nochmal zurückgehen. Ne, das ist ein Bär. Seid ihr Hühner? Ich meine, wenn die hier in so einen Wald reingerannt sind, dann haben wir sowieso ein Problem. Ne.
Auch das sind keine Morschnehühner. Irgendwo müssten sie sein. Was bist du denn? Aber das können ja nicht sein, weil die gerade vorne waren. Bei sind zwei? Nee. Auch wieder ein Elch. Auch wieder ein Elch. Vielleicht sind die wirklich nach links abgebogen. Also von da aus gesehen so, ne? Was bist du denn? Neue Spur. Guck mal, hier ist auch eins. Ziehen. Das ist aber auch schon älter. Und es ist nach da gelaufen. Oder es kam von da. Ja, hier haben wir jetzt die vorige Spur. Guck mal, aber das zeigt auch nach da unten. Da sind auch noch zwei Spuren. Ich brauche halt die kack dritte Spur von irgendeinem. Ich glaube von da, oder sind die nach da gelaufen oder kamen die von da? Hier haben wir noch eine. Ich glaube, die sind nach da gelaufen, oder? Hä? Habe ich jetzt nicht aufgenommen? So, jetzt haben wir die dritte. Ich glaube, jetzt habe ich sie. Die haben wohl anscheinend so einen Bogen gemacht. Ja, das sieht besser aus. Ne, du bist eine falsche. Dich wollen wir nicht. Das war ein Elch oder sowas. Also versuche ich die mal weiterhin auf ihrem Pfad zu verfolgen. Noch scheinbar, um nicht nah genug dran zu sein. Machen jetzt wieder einen Bogen. Weißt du, das sind hier fünf Stück oder so. Und jetzt siehst du wieder keine Spur. Das kann eigentlich nicht sein, wenn du so einen ganzen Flock verfolgst. Das kann eigentlich echt nicht sein. Also, boah, das ist ja richtig scheiße, die zu verfolgen. Das ist halt mega ungenau. Ich glaube, hier sind sie lang. Ja, aber guckt euch das mal an. Ja, da ist die nächste Spur. Und die machen einfach hier 90-Grad-Kurve oder was? Also, sobald man ihn nicht sieht, die ganzen Fährten, weiß man auf jeden Fall, dass man falsch ist. So viel lässt sich schon mal festhalten. Aber da vorne sind wieder vier Stück. Da geht es auf jeden Fall lang. Die sind über den Berg hier drüber. Werden wir also schon irgendwie finden. So, jetzt mal von hier oben gucken, wo es hier weitergeht. Da vorne. Ja, aber noch scheinen sie weit weg zu sein. Ich meine, ich könnte hier versuchen, die zu spotten, aber. Oh, jetzt habe ich eine neue Spur, die will ich nicht. Nicht, dass das wieder was anderes ist. Wenn die gerade auslaufen, dann haben wir gesehen, ist da zumindest eine halbwegs offene Fläche. Wo wir vielleicht die Chance haben, dass wenn wir rankommen, dass wir die auch sehen. Aber jetzt machen die schon eine Biegung nach links. Und wenn die da natürlich in so einen Wald reinziehen oder so, könnte es etwas schwieriger werden. Okay, das ist auch noch ein Morschneehuhn hier. Am wenigsten haben wir jetzt die Spur so halbwegs gefunden, also jetzt können wir die, glaube ich, easy verfolgen, weil es halt wirklich so viele sind. Bist du ein brauner Punkt oder bist du ein Huhn? Das ist ein Huhn. Das sind zwei Hühner. Wir haben die ersten Hühner. Wir haben die ersten Hühner. Boah, mit bloßem Auge, Freunde. Ja? Mit bloßem Auge. Ich check mal kurz die Distanz ab. Meter, aber ich sehe nur zwei Stück. Wo sind denn die anderen? Da unten rennt auch noch eins rum. Ach, da sind sie alle. Da unten kommt auch noch eins aus dem Wald. Aber was davon sind jetzt Männchen und Weibchen? Keine Ahnung, ich schieße einfach. Wir treffen eh nur eins. Brauchen wir uns nichts vormachen, wenn überhaupt. So. Erstmal drei Schüsse brauchen. Ey, hier macht gar keine Anstalt wegzufliegen, das heißt, den holen wir uns auch noch.
So, ach, guck mal, der nächste. Voll gut. Also auf die Distanz. Mit der Waffe haben die anscheinend echt keine Angst. Zack, Nummer 3. Na komm, Nummer 4 auch noch. Hier, Schneehuhn-Massaker, meine Freunde. Da unten ist noch Nummer 5. Wir können erst den hier unten eigentlich schießen. So, komm. Nehmen wir den nächsten auch noch. Haben wir, glaube ich, das ganze. Was heißt denn? Das Rudelwort auf Vogelisch. Boah, im Lauf hier. Zack. Leute. Haben wir sie alle erwischt, glaube ich. Oder seht ihr noch einen? Ich sehe nur ganz viele Punkte, aber ich glaube, die bewegen sich alle nicht mehr. Da sind drei, da oben sind zwei. Also fünf Stück haben wir auf jeden Fall erlegt. Ich glaube, den ganzen Flock hier haben wir schön auseinandergenommen. Aber würde mich echt interessieren, ob das wirklich die waren. Weil, wenn, dann waren die auf jeden Fall ziemlich nah dafür, dass ich die halt noch gar nicht sehe. Ich meine, wir sehen es ja, wenn dann gleich die GPS-Teile hier verschwinden. Ist das hier vorne schon Huhn oder ist das ein Stein? Stein, oder? Da, als wenn der Hals darunter guckt. Deshalb war ich verwirrt, aber das könnten echt schon die Hühner sein. Das überrascht mich jetzt. Also da waren die echt nah. Da habe ich ein gutes Auge gehabt, ehrlich gesagt. Da muss ich mich selbst mal loben. Guck mal hier, das ist immer noch nicht angezeigt. Das sind die doch gar nicht. Das können die nicht sein, eigentlich. Habe ich da noch eins gehört? Ich weiß nicht, was die für Geräusche machen, aber ich glaube, ich habe mal eins gehört. Ich weiß es aber nicht. So, das erste Moschion ist da. 690G, was auch immer, ob das für die zwei sind, nicht. Aber 0,7 Kilo und das erste Morschneehuhn als Errungenschaft. Haben wir natürlich hier noch ein Foto von. So, also die Weibchen sehen schon mal so braun aus. Ah, ich kriege das hier nicht so gut hin mit dem Foto, aber passt schon. Sehr gut. Das ist mal eins. Gehen wir noch die anderen hier einsammeln, die wir erlegt haben. Und dann gucken wir mal. Guck mal, ich müsste doch eigentlich. Guck mal, das ist eine neue Spur. Ich glaube, ich habe echt durch Zufall einen anderen Flock noch gefunden. Noch ein Märschenhuhn vor allen Dingen. Morschneehuhn. Sogar ein bisschen größer als das gerade. Ach, komm schon hier hoch. Mein kleiner Freund. Warum bewegt er sich hier noch? Wollte er noch mal wegfliegen? So nicht. So, komm, mehr Fotos brauchen wir nicht. Was hat der hier noch? 633. Da hinten. Ach, hier vorne ist noch einer. Da auch noch. Hä, und da auch noch? Oder ist das die Spur einfach? Ich glaube, es sind noch die beiden hier. Aber alles Weibchen, ne? Ich glaube, ich habe noch kein Männchen jetzt geschossen. Aber ich höre doch hier noch welche. Noch ein Weibchen. Aber das war noch nicht die, die ich hier verfolgt habe. Ich habe einfach durch Zufall noch einen zweiten Flock gefunden. Heißt also, wir können dem jetzt hier einfach nochmal nachlaufen. Und gucken, ob wir die vielleicht auch nochmal zu Gesicht bekommen und auch erlegen können. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie weit die noch weg sind. Aber das Schießen sollte ja nicht verjagt haben, denn das hat das bei den anderen ja auch nicht bewirkt. Ich schwöre euch, ich höre die ganze Zeit so ein Gackern. Schon wieder.
Aber diesmal ist mein Auge nicht so gut. Ich weiß auch nicht, auf welche Distanz man die hört. Da, schon wieder. Ich hab. Da. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ihr müsst vielleicht auf ganz laut stellen. Das ist bei mir sehr leise, aber ich. Ich höre immer so ein. Wie von so einer Pute so ähnlich. Es wird ganz laut. Also ganz laut ist übertrieben, aber. Das müssen welche sein. Boah, ich höre gerade Geräusche. Habe ich noch nie gehört, sowas. Aber die hier scheinen jetzt wieder in eine andere Richtung zu laufen. Die machen hier einen Bogen. Na gut, ich meine, ich werde jetzt erstmal nachlaufen. Ich glaube, jetzt nach Gehör zu suchen, wäre jetzt eh nicht so effektiv. Auch wenn ich die ganze Zeit von da hinten irgendwo höre. Ich höre die schon mittlerweile um mich rum. Mein Gott, jetzt höre ich die im. Ich glaube, ich bilde mir das ein. Ich höre jetzt schon im Sekundentakt. Was bist du denn für ein Fleck? Gar nichts. Hä? Schöne neue Spur? Guck mal, hier sind noch mehr Hühner. Hier ist alles voll mit Hühnern. Jetzt bin ich hier in einem anderen Flock auf der Fährte. Jetzt habe ich meine verloren. Ich höre die eindeutig da vor mir. Die müssen hier irgendwo sein. Ich meine, die laufen ja auch hier in die Richtung, ganz viele. Also schon möglich, dass ich die höre. Auch wenn ich noch nicht sehe, wie nah die dran sind. Naja, ich würde sagen, wir cutten das hier nochmal, bevor das jetzt hier noch ewig dauert und ich hier hinterher renne. Und wenn ich das gleich sehe, dann sehen wir uns nochmal wieder. Ja, so viel zum Cut. Ja, da vorne sitzt es. Also, ich habe jetzt hier vielleicht eine Sekunde ausgehabt. Und dann sehe ich, hä, das sieht doch aus wie ein Huhn. Nehmen wir verdammt mal. Die fliegen alle vom, die sitzen alle vor mir im Gras. Ich habe natürlich keine Schrotflinte dabei. Ja, ohne Spaß, also mit der Knarre jetzt hier zu treffen, ist natürlich ein Witz. Nee, da treffe ich nicht. Da saßen die einfach direkt vor mir. Ja. Das meine ich, also wenn du nah dran bist in dem Gras hier, ich glaube, hast du echt wenig Chancen. Okay, ich habe es deutlich gehört. Ich habe natürlich keine Schrotflinte dabei, das ist ein bisschen dumm von mir. Aber das war gerade auf jeden Fall sehr laut. Und deutlich. Aber das sah auch aus wie ein Männchen hier, oder? Die sahen alle so ein bisschen aus wie ein Männchen eher. Da sitzt auf jeden Fall eins vor mir. Das sehe ich. Ist auch ein männliches.
So, wo flattert hier was? Sieht man nicht zwischen den Bäumen. Ja, gut, haben wir nochmal zwei Männchen hier erwischt. Wo ist das andere jetzt hin? Ich stehe drauf, oder? Ach, da liegt es vor mir. Da liegt es vor mir. Oh, Level up sogar. Nice. Dann machen wir natürlich von den Männchen hier auch noch einen Screenshot. Das sind echt die Viecher, die man hört. Die hört man so ein bisschen gackern. Dreh dich. Ja, komm ein bisschen weiter raus. Ja, noch weiter. So. Sehr schön. Dann gehen wir auch den anderen hier einsammeln. Und dann haben wir die Weibchen und zwei Männchen erlegt. Also sieht tatsächlich so aus, wenn die so gesplittet werden in den verschiedenen Flocks nach männlich und weiblich. Aber keine Ahnung, vielleicht sind ja auch welche gemischt und wir hatten jetzt einfach zufällig, dass wir einen rein weiblichen hatten und einen, aus dem wir zumindest zwei Männchen schießen konnten. Die anderen habe ich nicht alle gesehen. Aber ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Das Video ist lange genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Waldmannsheil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.